Frauen werden zwangsverheiratet, das stimmt nicht. Ich bin ein Beispiel dafür, denn ich darf meinen Ehepartner selber aussuchen, denn ich bin ein Mensch. Betrüger, wir sind keine Betrüger, wir betrügen nicht, wir sind Menschen wie ihr. Ich bin 1,82 groß und esse nicht nur Pizza und Spaghetti. Ich bin ein Mensch. Ich Ägypter und lebe hier in Deutschland. Die Vorteile, die gegen uns getroffen werden, ignoriere ich größtenteils, da ich für Religionsfreiheit bin. Ich bin auch nur ein Mensch und das ist meine Meinung dazu. Aber das heißt ja nicht gleich, dass ich faul bin oder Nazi oder spießig oder ich fahre auch nicht immer nur nach Mallorca in den Urlaub, beleg auch nie die Strandliegen. Also ich bin halt auch nur ein Mensch. Als Dominikaner kann die Vorurteile gar nicht nachvollziehen, die ihr alle gegen uns empfindet. Mein Alkoholkonsum ist weder übermäßig, wir sind auch keine Taschendiebe oder lassen uns nicht fotografieren. Das sind alles Gerüchte und Lügen, die gar nicht stimmen. Keine Vorurteile gegenüber schwul, ich kann Englisch sprechen und Auto fahren. Ich bin ein Mensch. Noch bin ich eine Diebin, noch bin ich Alkoholikerin. Ich bin nur ein Mensch. Thank you.
egal ob der eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Religion. Ich bin Bosnier und ich bin weder ungebildet noch unfreundlich. Solche Vorurteile wie, du bist ein Drogenhändler, also hör mal, du bist Afghaner. Ist dein Vater auch ein Terrorist, seid ihr auch Terroristen oder gehört auch zu der komischen Fraktion? Muss ich mir jetzt mal anhören? Keines der Argumente stimmt. Das sind Vorurteile, die entstanden sind, weil Leute einfach irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt haben. Geschweige, weil Leute Angst haben. Durch Angst entsteht auch Vorurteile. Und im Endeffekt sind wir alle nur Menschen. We all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, ey, Junge, ist das dein Ernst? Also setz ein BH an. Mach weiter! Ist los. Ja, okay. Alles klar. Laber nicht du. Ich bin Italiener, 1,82 groß und esse nicht nur Pizza. Spaghetti, Mann! Oh. Ich hab Sie denken, das ist Fuck. Warte. Warte. Ihr Jonathan Frank. Ja. Ist das eine erfundene oder eine Geschichte? Ist sie behindert? Nein, das geschah 1973 in West Virginia. Ja, so. So. Mach so, Illuminati. Ja, also ich stimme Ihnen zu. Ich bin kein Albaner, ich bin ein Mensch. Ich bin kein Albaner. Scheiße. Also, man sagt Albaner. Hallo. Hey.